Ein anderes wichtiges Thema dieser Woche war der sogenannte Estrella-Bericht, ein Bericht über Abtreibung, aber auch über Pädophilie, der jetzt im EU-Parlament doch noch nicht abgestimmt wurde. Da kam es im Vorfeld schon zu Streitigkeiten. Wie konnte es überhaupt kommen, dass der auf die Tagesordnung rutscht, wo doch eindeutig ist, dass Abtreibung keine Kompetenz der EU ist und dass Pädophilie eigentlich indiskutabel sein sollte in ja, Europa? Ich halte das auch für einen skandalösen Bericht und ich halte es auch für skandalös, dass der Bericht überhaupt auf die Tagesordnung kam. Das liegt aber wiederum am Versagen der EVP, insbesondere der EVP-Führung, des Fraktionschefs Dohl aus Frankreich, der offensichtlich so viele Abtreibungsbefürworter und Toleranz beschwingte, was die Pädophilie anlangt, in seinen eigenen Reihen hat, dass er es nicht gewagt hat, bei der Erstellung der Tagesordnung dagegen zu stimmen. So kam dieser komische Bericht auf die Tagesordnung. Es wurde dann angekündigt aus Kreisen der Österreichischen Volkspartei und der CDU, dass man eventuell bereit wäre, eine Absetzung zu beschließen. Dieser Absetzungsantrag ist nicht gestellt worden. Den kann aber nur jemand stellen, der in einer Fraktion ist. Das heißt, eine Fraktion müsste einen derartigen Absetzungsantrag stellen. Die EVP-Fraktion hat dort erbärmlich versagt. Und dann ist dieser Bericht dann schließlich behandelt worden und leider dann auch abgestimmt worden. Und dort haben sich ja dann wirklich groteske Szenen abgespielt. Zu diesen grotesken Szenen vielleicht im Einzelnen. Das fand bei der Abstimmung statt, wo dann eben noch mit der Abstimmung erst begonnen wurde und dann doch wieder unter Protest viele lebensschutzverbundener Abgeordneter, der einen Zurückverweisungsantrag gestellt wurde und abgestimmt wurde. Ja, das war ja auch so eine eigenartige Sache, weil weder jemand aus der EVP-Fraktion noch jemand aus der ECR war in der Lage, einen Rückverweisungsantrag formell richtig zu stellen. Ich weiß nicht warum, ja, aber offensichtlich hat Ihnen bei dem Thema allen der Verstand ausgeschaltet. Jedenfalls, es kam dann Gott sei Dank doch noch dazu, dass dann der Antrag über Rückverweisung abgestimmt werden musste. Aber zuvor gab es noch eine sehr interessante Abstimmung, wo ein EFD-Antrag abgestimmt wurde. Wenn man den angenommen hätte, wäre der gesamte Estrella-Bericht sofort erledigt gewesen, weil der nämlich genau das genaue Gegenteil ausgesagt hat. Das heißt also, die EFD wollte diesen ganzen Bericht mit einem einzigen Antrag wegwischen. Dieser EFD-Antrag auf eine alternative Entschließung zum Abtreibungsbericht zu verfassen, der wurde ja nur von 135 Abgeordneten von 766 Abgeordneten befürwortet. Heißt im Umkehrschluss, dass offensichtlich sehr wenige Abgeordnete der EVP für diese alternative Entschließung waren. Wie kann das sein, wenn doch eigentlich eine Mehrheit der, oder zumindest das Parteiprogramm der Volkspartei sagt, dass sie dem Lebensschutz verbunden seien? Also die EVP hat, glaube ich, nur mit einzelnen Stimmen dem überhaupt zugestimmt. Ich bin mir nicht einmal sicher, ob da nennenswert viele Stimmen aus der EVP dabei waren, was ich für einen Skandal halte. Aber was für mich als Österreicher besonders beschämend ist, dass kein einziger der ÖVP-Abgeordneter für diesen Bericht gestimmt hat. Das heißt, für die alternative Entschließung gestimmt hat. Damit wäre dieser skandalöse Abtreiberbericht weg gewesen. Das heißt, die ÖVP hat sich mit der Abtreiberlobby bei dieser Abstimmung solidarisiert. Ja? Das soll man nicht übersehen. Das heißt, sie quaken immer in Richtung der Lebensschützer von ihrem mutvollen Gehabe. Und wenn es dann darauf ankommt, wenn bei der Abstimmung, dann stimmen sie im Zweifel lieber mit der Abtreibungslobby als gegen die Abtreibungslobby. Und der Bericht für die EVD war eindeutig gegen die Abtreibungslobby gerichtet. Und daher war es dann ein Wunder, dass man überhaupt noch einen Bericht, wie diesen Estrella-Bericht, noch zurückverfolgt verweisen konnte, weil damit ist im Grunde beerdigt, erster Klasse. Wobei auch dort bemerkenswert war, dass bis auf zwei Abgeordnete der ÖVP, nämlich der Frau Kollegin Köstinger und des Kollegen Becker, alle anderen schwarzen Abgeordneten, auch aus Österreich, gegen die Rückverweisung gestimmt haben, das zweite Mal mit der Abtreibungslobby gestimmt haben. Und das zeigt, wie niederträchtig auch die ÖVP in Fragen des Lebensschutzes agiert. Ich habe das auch einzelnen Kollegen gesagt und habe ihnen auch gesagt, dass ich in dem Punkt keinen Spaß verstehe. Wenn es gegen die Wehrlosesten und gegen die Unschuldigsten geht, nämlich gegen die ungeborenen Kinder, dann kann man so parteitaktisch nicht agieren, wie das die ÖVP tut. Jetzt wird von der ÖVP teilweise eingeräumt, es hätte ja keinen Sinn gehabt, gegen den Bericht zu stimmen oder für die Rückverweisung, weil es ja schon im Ausschuss durchgegangen sei. Ja, das ist das Dümmste, was ich überhaupt jemals gehört habe. Das ist so eine blitzdumme Argumentation, weil dann braucht die überhaupt keine Rückverweisung mehr stattfinden. Weil ja jeder Bericht irgendwann einmal durch einen Ausschuss durchgegangen ist und im Parlament landet. Aber es gibt zahlreiche Berichte, die der ÖVP nicht gepasst haben, die dann zurückverwiesen werden, nur damit man es nicht abstimmen muss, der Sache nach. Und hier auf einmal kommt diese
wirklich blitzdumme, ich behaupte sogar niederträchtig verlogene Argumentation daher. Die verfängt bei mir nicht und die wird auch hoffentlich der Bürger erkennen, dass das nichts anderes ist als eine ganz billige und dumme Ausrede. Jetzt ist die EVP eine gesamteuropäische Partei, die in allen EU-Mitgliedstaaten Mitglieder hat. Und es ist durchgesickert, dass insbesondere die französische Delegation der Volkspartei, die unter anderem ja auch von Herrn Sarkozy noch mit angeführt oder mit beeinflusst wird, gedroht hat, komplett auszusteigen aus der EVP, wenn denn der Estrella-Bericht nicht durchkommt, also wenn der Abschlussbericht nicht abgestimmt wird. Da sieht man, wie weit die konservativen Werte auch in Frankreich bereits erodiert sind. Ich habe gehört, dass die Sarkozy-Partie innerhalb der EVP gedroht hat, die EVP zu verlassen, falls der Estrella-Bericht von der EVP abgelehnt würde. Das heißt also, man sieht hier, die Parteitaktik war im Spiel, auch bei den österreichischen Schwarzen. Aus parteitaktischen Gründen wären sie bereit gewesen, die ungeborenen Kinder zu opfern. Gemeinsam mit der Abtreibungslobby zu stimmen, nur um die französischen Schwarzen bei Laune zu halten. Das ist einfach niederträchtig, schäbig und skandalös. Jetzt hat man ja schon die britischen Konservativen vor vielen Jahren verloren aus der EVP. Hätte man aber aus anderen Gründen, das muss man auch dazu sagen. Denen war nämlich die EVP längst nicht mehr konservativ genug. Und deswegen habe ich die Gründe, warum die britischen Konservativen diesen ganzen Europäismus-Jubelclub EVP verlassen haben, durchaus verstanden. Aber nur trotzdem nochmal zurück, wenn denn Lebensschutz ein unteilbarer Wert der EVP ist, hätte man ja diese Abspaltung ruhig riskieren können. Das sehe ich auch so. Aber offensichtlich geht es parteitaktisch immer noch vor Werthaltung. Und das auch bedauerlicherweise bei der ÖVP. Aber ich sage, für mich ist das nicht neu. Für mich ist nur die Qualität der Ausrede neu. Und die Dummheit der Ausrede ist für mich neu. Und dass man sogar bereit ist, die Unschuldigsten und Wehrlosesten, nämlich die Ungeborenen, für Parteitaktik zu opfern. Ein weiterer Bestandteil dieses Abtreibungsberichtes war ja auch, Steuermittel zu lukrieren für Abtreibungseinrichtungen, unter anderem für Planned Parenthood, was ja offenkundig konterkarierend gegen den Willen der Bürger ist, die bei der Bürgerinitiative One of Us gerade jetzt mit über 1,3 Millionen Unterzeichnern gesagt haben, sie wollen keine Steuermittel für Abtreibungseinrichtungen. Da sieht man auch, dass das ganze Gerede von der Bürgerbeteiligung in der Europäischen Union reines Gewäsch und Geplapper ist. In dem Moment, wo eine Bürgerinitiative, in dem Fall jetzt die Lebensschutzinitiative One of Us, erfolgreich ist, in dem Moment versucht man mit solchen skandalösen Berichten, wie diesem Estrella-Bericht, das Ganze zu unterlaufen und die Schwarzen unterstützen das. Ja? Direkt oder indirekt. Und da sieht man schlicht und einfach, dass das alles leeres, hohles Gewäsch ist von der Bürgermitbeteiligung. Diese Partie da drinnen, diese abgehobene Klasse da drinnen, verhöhnt den Bürger bei erster Gelegenheit. Soll das jetzt im Umkehrschluss heißen, dass es gar nichts mehr bringt, sich bei Bürgerbegehren zu engagieren? Es war ja sehr viel Arbeit für die Unterstützer von One of Us, das überhaupt so weit zu bringen und die Unterstützer zu sammeln. Nein, es bringt nichts, lieb zu sein. Ja? Man muss die Auseinandersetzung speziell mit den Schwarzen, die ja diese Geschichten am nachhaltigsten verraten, von den Linken erwartet man ja nichts anderes. Von Kommunisten, Grünen, Liberalen, Roten, von dem ganzen linken Geschmeiß erwartet man ja nichts anderes in der Frage. Aber von den Schwarzen haben die Leute immer noch eine Vorstellung, dass sie da helfen. Nur sage ich in dem Zusammenhang, die sind das größere Geschmeiß, weil die noch so tun, als ob sie was anderes vertreten würden. Das muss man vielleicht ein bisschen, oder muss schon ergänzen, dass ja der Estrella-Bericht ein sozialistischer Bericht ist. Ja. Wäre es dann doch nicht auch wichtig, trotzdem hier auch die SPÖ insbesondere anzugreifen, die ja mit drin hängt in diesem Vorhaben, Abtreibung staatlich zu finanzieren und überall durchzusetzen. Natürlich, inhaltlich gehören die auch kritisiert und ist ja auch verwerflich, ist ja gar keine Frage. Nur die sind wenigstens so ehrlich, dass sie zu ihrer Niederträchtigkeit gegenüber dem ungeborenen Leben stehen. Die Schwarzen tun so, als ob sie auf der Seite des Ungeborenen stünden, aber in Wirklichkeit verraten sie ihn aus parteitaktischen Gründen bei erster Gelegenheit. Aber so weit wie in diesem Bericht ist die SPÖ in Österreich noch nicht gegangen, dass sie Pädophilie... Das traut sie sich nicht, weil sie genau wissen, auch innerhalb der SPÖ, dass eine Mehrheit nach wie vor, eine wertorientierte Mehrheit grundsätzlich für das Töten kein Verständnis hat. Auch nicht für das Töten Ungeborener. Ja? Es ist ein Thema, das schlicht und einfach nicht angegangen wird. Aber die Roten in Österreich wissen ganz genau, dass sie damit mit Sicherheit vor allem junge Wähler vertreiben würden, weil die Jungen wieder ein bisschen mehr Gespür für den Wert des Lebens haben und für die Bedeutung des Lebens haben und für das Recht eines Ungeborenen haben, auf die Welt kommen zu dürfen.
Letzter Punkt zum Abtreibungsbericht der Sozialistin Estrela. Darin wurde ja auch gefordert, dass Krankenhäuser Abtreibung anbieten müssen und es sich nicht erlauben dürfen, nicht darauf berufen dürfen, dass sie in ihrem Gewissen frei sind und aus Gewissensgründen eine solche Tat verweigern. Das richtet sich ganz eindeutig gegen katholische Krankenschwestern, gegen katholische Ärzte, gegen katholisches Krankenhauspersonal und vor allem gegen katholische Krankenhäuser. Bedauerlicherweise gibt es mehrere evangelische Krankenhäuser, wo ja Abtreibung durchgeführt wird. Aber in katholischen Krankenhäusern ist das jedenfalls bis zur Stunde noch nicht zulässig. Und das ist ganz eindeutig gegen diese Einrichtungen gerichtet gewesen. Aber es ist noch ein anderer Punkt drin, der von Ihnen schon angeschnitten wurde, was diese mehr oder minder unverhohlene Pädophilie anlangt. Ich meine, man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass in diesem Bericht ernsthaft gefordert wurde, dass für im Grundschulbereich, das heißt, dass in Österreich in Volksschulen bereits, ein Sexualkundeunterricht stattzufinden hätte, der in einer toleranten, offenen, interaktiven Atmosphäre zwischen Kindern und Erziehenden stattfinden soll. Was ist ein toleranter, offener, interaktiver Dialog zwischen Kindern und Erziehungsberechtigten? Das ist eine Lex Compendit. Ja? Herr Compendit würde dann jubeln, weil das würde sozusagen seine ganzen Kindergartenerfahrungen, seine Pädophilen, würde dann im Nachhinein sogar noch durch einen offiziellen Beschluss des Parlaments gerechtfertigt werden. Das ist so unglaublich, dass man den Leuten das sagen muss, was das für ein Sauverein ist.